Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die durchgeknallte Country-Community. Und bei uns dreht sich alles um die Natur. Alte Rosenzüchtung, alte Apfelsorten, alte Männer. Nein. Alte Eulenlöcher, aber auch neue Ideen zur Vogelfütterung oder neue Kompostierungsmöglichkeiten. Jetzt bin ich aber erstmal sehr, sehr aufgeregt, denn ich habe ein unglaubliches Video aus Texas gekriegt. Ich bin Martha Harig und ich suche nette Mitbewohner, damit wir erstmal diese Hutgemeinschaft gründen können, bevor es so richtig losgeht. Jetzt kommen jeden Tag neue Videos und heute kommt ein Video, da muss ich sagen, bin ich ganz gespannt, denn mit den beiden Mädels, die sich da vorstellen, kann man bestimmt Pferde stehlen. Hello from Texas, USA. Ja, wir, das sind Ruby und meine Schwester Chrissy. Wir möchten uns gern vorstellen für Ihre Hutgemeinschaft. Wie Sie sehen, sind wir verrückt nach Pferden. Das ist unser wunderbarer Mustang, die Snowflake. Und das Pferd von meiner Schwester heißt Banause. Banause ist ganz aufgeregt, denn er freut sich auf Norddeutschland. Das ist doch der Banause. Da braucht ihr doch keine Angst zu haben. Komm, Banause, galopp, galopp. Wir leben hier mit unseren Pferden zusammen. In einer ganzen Herde laufen sie den ganzen Tag. Unser Problem ist nicht, dass es hier nicht schön ist auf unserer Farm. Unser Problem ist, Mr. Trampeltier. Meine Güte, Ruby, das kannst du doch nicht so sagen. Natürlich kann ich das so sagen. Es ist ja so, wir sind Klimaflüchtlinge, denn in den USA, unser Heimatland, wird mit der Natur umgesprungen wie mit einer alten Kacktante. Ja, Ruby hat recht, es ist eine kleine Katastrophe mit dem Klima. In unserer ganzen Welt ja, aber in den USA niemand nimmt Rücksicht. Und Mr. Ich mag es nicht aussprechen. Er ist halt. Komm, Banause, wir reiten los. Kommt herab. Wir gehen schön ins Feld. Kommt herab. Nein, nicht gelobt. Herab. Bye, bye. Ist das nicht aufregend? Also ich bin so hin und weg, dass ich sagen muss, ich habe gleich meinen alten Cowboy-Hut wieder rausgesucht. Ich habe ja früher auch mal so Line-Dance gemacht mit meinem Mann Friedhelm, der jetzt ja leider im Altersheim ist in Thailand. Und jetzt muss ich sagen, kann ich das kaum abwarten, bis die Mädels aus Texas anrücken. Das sind ja zwei nette Derns. Und wenn die ihre Pferde noch mitbringen, meine Güte, dann machen wir alle noch mal ein paar flotte Ausritte. Ne? So, aber jetzt haben wir ja noch ein paar mehr Bewerbungen. Jetzt hat sich zum Beispiel eine Dame vorgestellt. Da muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dass die als Kind mal im Schleudergang gelandet ist. Die sieht so aus, als wäre sie ein bisschen durch den Wind. Ja, aber dieses Video könnt ihr euch dann ja selbst angucken. Und ich wünsche euch jetzt einen ganz zauberhaften Tag, meine Lieben. Macht's gut, abonniert uns und kommentiert, was auch immer ihr wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir wünschen euch alles Liebe. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, eure Martha.